So, meine Freunde, es geht direkt weiter hier wieder mit Let's Play Resident Evil 3. Oh ja, und Jill hält sich immer noch schmerzvollhaft die Brust. Sie ist ja sehr verletzt und das sind immer noch Hunde. Jetzt komm. Soll ich oder soll ich nicht? Gehen wir mal hier hinten lang. Was ist denn hier? Ein einfaches Schloss. Abgeschlossen mit einem einfachen Schloss. Einfaches Schloss bedeutet für mich, tritt die Tür ein oder schieß sie frei. Oder tritt die Tür auf, was ich. Aber nein. Sowas machen wir nicht. Naja. RPD, das kommt uns doch ziemlich bekannt vor. Wenn ich das noch so sagen darf. Brad. Nein, du vertust dich, ich bin nicht mehr was das. Ja, jedes Mal, wenn Nemesis kommt, oder fast jedes Mal, haben wir eine Möglichkeit. Zwei Möglichkeiten, eigentlich drei, wenn wir uns zu viel Zeit lassen, dann entscheidet sie sich selber. Wir können uns gegen das Monster kämpfen, oder zu den gehen zur Polizeistation. Ich habe jetzt mal gewählt, wir kämpfen mit ihm, und Brett hat ja eine Karte fallen lassen. In dieser Karte haben wir Zutritt zu einem es ist das Rechtshänder. Es ist gut, wenn man auf der linken Seite ausweicht. Und er packt gerne mal zu und macht sowas hier. Einfach ganz schnell drücken und Kreisbewegungen machen, damit Jill aufsteht. Und zwar schnell. Also Nemesis ist gerade am Anfang sehr, sehr, sehr brutal und auf hart. Ich habe, wie gesagt, ihn noch nie auf hart besiegt. Und so mit so einer spärlichen Bewaffnung hier, das ist natürlich hart. Ja, sonst wäre es ja wohl nicht hart, ne? Okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Entweder ich besiege ihn oder ich besiege ihn nicht. Wie gesagt, auf hart lässt er auch Sachen fallen. Zum Beispiel Spoys oder Waffenbauteile oder. Oder der macht sowas. Ohoho! Was hat der Nemesis denn da vor? Will er mich etwa töten? Oh, ich glaube, das hat er wirklich vor. Das ist nicht nett. Komm, steh auf! Schneller! Du bist doch hier ein Stars! Ach, komm, ey. Und der rennt auch immer so scheiß hinter mir her, ey. Lass mich in Ruhe, du Freak. Ich rotz dir dieses Scheiß aus dem Hirn. Mann, ey. Wie gesagt, schon heftig, aber ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat einfach schlecht geschlafen. So, ja genau. Pum. Okay. Ich kann jetzt auch einfach flüchten. Wenn das zu lange dauert oder zu viele Versuche, dann macht man das natürlich auch keinen Spaß mehr. Aua. Und dann werde ich den einfach überspringen und die Zusatzwaffen sein lassen, denn irgendwo ist auch mal Schluss mit lustig, ne? Ach, komm schon. Du Freak. Okay. Ach, jetzt bin ich tot. Yep, das war mein erster Tod. Ja, ist doch herrlich, oder? Ja, damit habe ich gerechnet irgendwo. Ja, da sind wir auch schon wieder, ne? An der Stelle. Ja, was soll ich sagen, ne? Ist schon ein wenig
kompliziert. Kann ich den Quatsch hier überspringen? Nein, das kann. Doch, kann ich. Gut. Ja, ich würde jetzt. Eigentlich ist mir das zu blöd. Ich nehme nur die Karte. Verpiss mich. Ich kämpfe nicht gegen den. Zu doof. Tschüss. So. Weil das irgendwie will der nicht. Und das ist mir auch ein bisschen zu heftig. Zack. Ja. Als ob der sich von der Holztür auflassen halten lassen würde. Als ob. Scheiße, ey. Nemesis ist doch nicht. Gut, wir können diese Karte hier checken. A card of some kind. Da ist was drin. Ein Stars Card von Brett. Juhu. Und das nehmen wir mal mit. Zück. Und wie gesagt, er würde ein Bauteil fallen lassen. Aber nur Bauteil A und dann beim zweiten Begegnung würde er Bauteil B fallen lassen. Und wenn man das dann beides kombiniert, dann hat man eine stärkere Randfeuerwaffe. Diesen Terminal kennen wir. Oh ja, dieses ganze Polizeirevier kennen wir natürlich aus Teil 2. Was war das jetzt? Habe ich denn nicht aufgepasst? 0010 oder was war das jetzt? 4011. Das kann ich mir nur so halbwegs merken. Die Tür ist zugenagelt. Die Tür ist offen. Okay. Ja. Hallo. So. Lala. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, auch den ganzen. Ganze Heilung ist ja dann weg, ne? Hm. Bisschen durcheinander, der Gute. Wow. Okay. Zombie Mania. Zack. Und da ist Marvin. Marvin. Du alter Sack, du. Marvin Branagh aus Teil 2, da wurde er ja zum Zombie. Ja, er hat irgendwas in der Hand. Marvins Bericht. Ja, das ist natürlich schön, dass ich jetzt Marvins Bericht gefunden habe. Und, ja, dann lesen wir einfach mal. 24. September. Es wird berichtet, dass noch vor Sonnenaufgang ein Diebstahl im Kommunalgebäude stattfand. Eine juwelenbesetzte Uhr am Haupttor wurde beschädigt. 2 der 12 Steine auf der Vorderseite der Uhr fehlen. Na gut, die nächste Seite. Da zurzeit keine Beamten zur Verfügung stehen, muss ich die Untersuchung dieses Falls vorerst aufschieben. Unterzeichnet Marvin Branagh. Und dann, ach, dann noch mehr. 26. September. Anhand der Autopsieberichtes über einen 42-jährigen Restaurantbesitzer fand ich heraus, dass er einen der Edelsteine besaß. Offensichtlich suchte er gegen 10 Uhr auf der Polizeidienststelle Schutz, wo er allerdings erschossen wurde, als nach 10 Minuten die Symptome auftraten. Heilige Scheiße. Da die Stadt derzeit unter Kriegsrecht steht, sind wir gezwungen, den Fall auszusetzen. In Indischland werden wir vorerst als Beweisstück aufheben. Unterzeichnet Marvin Branagh. Branagh. Ja, er ist übersät mit Bisswunden und den ganzen Gedöns, den man so kennt. Das war sehr, sehr, sehr hohl von mir. Gut. Pfeifst du rein, bring Glück da rein. Wie gesagt, ich lasse Demis jetzt einfach in Ruhe. Jetzt können wir sagen, hey, nein, du hast es gar nicht richtig versucht. Ach schön, Edelstein. Blue for you. Okay. Ist verschlossen mit einem einfachen Schloss. Ist hier was? Nein.
4, 0, 1, 1. Ein Schlüssel. Den brauchen wir natürlich. Ja, es kann natürlich, wie gesagt, der eine oder andere sagen, hey, das ist gar nicht richtig versucht und bli und bla. Das stimmt natürlich. Also ich habe schon versucht, ne, offscreen und so, aber ich krieg's einfach nicht hin. Hier habe ich es jetzt aufgenommen, einmal versucht, aber ohne aufzunehmen habe ich es natürlich auch versucht und er ist einfach zu schwer. Also ich krieg's nicht hin, ich habe nicht den nötigen Skill dafür. Das mögt ein oder andere sagen, ich bin einfach schlecht. Das kann schon sein. Oder ich müsste ihn mit Save States machen, so zwischendurch, während des Kampfes einfach mal speichern. Ich spiele das hier. Kopierpapier, wie in Teil 2 auch, alles dasselbe. Ihr könnt dazwischen speichern. Und einfach so versuchen. Noch mehr, noch mehr. Packen wir das mal weg. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt können wir wieder sammeln. Was haben wir denn hier? David's Memo. David's Memo. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ich kann immer noch nicht glauben, dass all das wirklich passiert. Wir haben gestern noch einen Mann verloren. Maya, ein sehr guter Schütze. Einmal, als uns die Zombies überrannten, sah er, wie ich in Panik geriet und kam zurück, um mich zu retten. Doch ich floh, anstatt ihm den gleichen Dienst zu erweisen. Ich kann noch immer hören, wie er meinen Namen ruft. Ich kann immer noch die Schreie hinter mir hören, das Geräusch, wie sein Fleisch von den Knochen gezerrt wird. Ich hatte Angst. Furchtbare Angst. Okay. Heute ist der 27. Der Kampf ums Überleben geht weiter. Ich habe ein paar Zombies erledigt, die es schafften, die Barrikaden zu durchbrechen. Jetzt überstehe ich die Kälte dank des Whiskys und feuere meinen Mossberg auf alle Untote. Dieses Gewehr ist mir ein lieber Freund geworden. Ich habe damit schon viele Zombies zu Dünner verarbeitet. Yeah. Gestern verloren wir 13 Mann in 3 Stunden. In 3 Stunden werden wir im Versammlungsraum über belanglose Dinge streiten. Die reinste Zeitverschwendung, wenn ich mit dieser Flasche fertig bin, wird mein alter Freund Mossberg noch einen letzten Körper zum Kadaver machen. Dann ist Frieden. Ich kann es kaum erwarten. Ja, der gute David, der hat sich wohl selbst erlöst. So wie es angeschaut, beziehungsweise sich angehört hat. Jellyline, Jelly, 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 Jelly. Okay. Wir holen uns jetzt noch eben den Schlüssel. Und dann nicht rein. Oh, da geht's auch rein. Wo kommen wir denn da hin? Aha. Oh ja, den Raum kenne ich auch. Ach du Scheiße, ein Hund. Was macht der denn hier? Ein Hund. Ach, da liegt auch noch eine Karte. Ja, da liegt, wenn man die nicht von Brad nimmt, dann kann man die hier wegholen. Das ist dann Schlitzkarte. Ja. Braucht man die wirklich? Jetzt brauchen wir sowieso nicht mehr. Da liegt Schrot. Hat sich ja doch noch gelohnt. Kann ich nichts tun. Hier liegt auch Munition. Nein, da liegt nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, liegt nur die Karte. Ist dasselbe wie Brads Karte.
bringt dir alles nichts hier. Mach mal Platz zu Nie. So. Das Problem an Nemesis ist einfach, der ist einfach zu hartnäckig. Ja, ja, ja. Können natürlich so lange versuchen, bis ich ihn geschafft habe. Ihr könnt ja unten reinschreiben, wie ich das handhaben soll. Ich mache hier mal meinen zweiten Spielstand. Wenn jetzt einige sagen, hey, versuch das doch nochmal, bla 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 bla, dann versuche ich das nochmal, aber so wie es ausschaut, werde ich den wohl nicht wirklich schaffen. Und die ganzen Kräuter möchte ich nicht sinnlos aus dem Fenster werfen, nur wegen einer Waffenmodifikation. Von daher, auch wenn sie natürlich nützlich ist. Naja, egal. Ich mache hier mal einen Schnitt. Das reicht dann für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, meine Freunde. Tschüssikowski.